Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Wochenbotschaft, diesmal vom 31. August bis zum 6. September 2024. Eine sehr, sehr spannende Woche, glaube ich, weil am 6., Quatsch, am 2.9. wandert ja der Pluto wieder in den Steinbock, beziehungsweise ab da ist er dann erstmal wieder bis zum 19.11.2024. Und es könnte noch turbulenter werden, als es bisher schon turbulent gewesen ist oder bis jetzt auch ist. Und ich bin super gespannt. Also immer schön in den Beobachtermodus gehen, das Ganze mit Abstand betrachten. Ja, und sich da am besten gar nicht reinbewegen, reinbegeben und nicht mitmischen, sondern schau auf dich selbst, schau auf das, was für dich die Wahrheit ist, schau auf das, was für dich der richtige nächste Schritt ist. Und die lass die anderen ihren Wahnsinn tun. Und ja, je mehr du dann auch eine neutrale oder hochschwingende Frequenz ins Feld gibst, desto mehr tust du natürlich auch dafür, dass das Ganze befriedet wird. Also nimm das Ganze bitte nicht so wichtig, weil es ist alles ein göttliches Spiel letzten Endes. Ich weiß, für manche ist das ein bisschen sehr dramatisch und die haben sehr mit Angst zu tun, aber Angst war noch nie ein guter Ratgeber und deswegen ist es wichtig, da auch Abstand von zu bekommen, diese Angst zu überwinden und zu erkennen, was die Wahrheit wirklich ist und sich dann darauf fokussieren. Ja, mein Name ist Claudia Birgit, ich bin Numerologie-Expertin, spiritueller Coach und auch Profi-Kartenlegerin. Wenn du da mehr für wissen möchtest, wie das geht mit den numerologischen Persönlichkeitsanalysen, die du bei mir buchen kannst, schreib mich gerne an unter tarot-zahlenmagie@gmx.de. E-Mail-Adresse findest du auch unten in der Videobeschreibung. Wenn du eine Kartenlegung buchen möchtest, dann frag mich ebenso. Da nehme ich übrigens auch die Persönlichkeitsanalyse mit rein. Da ist ein Teil davon mit dabei, weil es einfach dann richtig trifft und dann ein rundes Ding gibt. Und ja, also ganz, ganz hochinteressant auf jeden Fall. Und sehr, sehr tief. Also da sind unfassbar viele Informationen drin, die dir mit Sicherheit auch gerade in dieser Zeit helfen können und dich unterstützen können, deine Themen gut zu bereinigen und dann entsprechend deinen Weg weiterzugehen. So, jetzt gucken wir aber mal hier. Ich habe wie immer die Wochenüberschrift mit diesem Kartendeck hier. Schauen wir doch mal, was ist die Wochenüberschrift vom 31.8. bis zum 6.9.2024. Was ist die Wochenüberschrift? Express yourself, cultivate your passion. Super, richtig gut. Also hier geht es definitiv um dich, um nichts anderes, um niemand anderes. Und es geht um dich, dass du dich selbst ausdrückst. Express yourself, drücke das aus, was du ja, hierher gekommen bist, auszudrücken, was dein Job ist, was deine Aufgabe ist. Die 3 spricht ja von Unabhängigkeit, sie spricht von Optimismus, sie spricht von Vitalität, von Lebensfreude, von Leichtigkeit. So, und also es ist ganz wichtig, dass wir in dieser Woche in die Leichtigkeit kommen oder wenn du schon drin bist, bleibe dort. Fokussiere dich ausschließlich, und das meine ich wirklich ganz ernst, auf das, was du willst und nicht auf das, was du nicht willst. Wenn du nicht möchtest, dass die hier irgend so einen Quatsch machen und irgendwelche Dinge wieder mal umsetzen und irgendwelche komischen Affenpocken letztendlich wieder Oberhand gewinnen angeblich, dann nimm das bitte nicht ernst und lass dir davon keine Angst machen. Das ist nicht die Wahrheit. Ja, und das, was du aussendest, bekommst du zurück. Und wenn du dich auf das fokussierst, auf deinen Selbstausdruck, wer du in Wahrheit bist und deine Fähigkeiten, Talente, alles nach außen ausdrückst, also die Schöpfung durch dich fließen lässt und dich da ausdrückst in die Materie, also deine Ideen wirklich zur Welt bringst, dann machst du alles richtig. Und dann wirst du auch, weil diese Frequenz sehr hoch ist, genau das Pendant dazu im Umkehr bekommen, weil wir haben hier Gesetze. Wir haben universelle Gesetze und die stehen über allem und schon erst recht über Menschengemachten. Also sei realistisch, erwarte Wunder. Ja, das ist momentan auch so einer meiner Lieblingssätze, weil es so ist, wir beschäftigen uns viel zu wenig mit Wundern. Wie oft beschäftigst du dich mit Wundern? Wie oft ist dir klar, was alles für dich schon Wundervolles passiert ist? Wie viel Zeit verbringst du damit, da dir diese Dinge anzuschauen und dir bewusst zu machen, dass das jederzeit und immer wieder möglich ist? Oder beschäftigst du dich mehr mit deinem Alltag, Hassel und Dassel hin und her und hast du nicht gesehen? Gut, schauen wir mal, was hier die Woche vom 31.8. Ich finde das toll, Express Yourself. Oh, kennen Sie noch den Song von Madonna? Express Yourself. Gut, ich kann nicht singen, aber du weißt, was ich meine. So, also, was haben wir hier für die Woche vom 31. bis zum 6. für Botschaften, Energien, Hinweise,
Einer fehlt noch. Da haben wir ihn. So, das packe ich mal ein bisschen weiter nach links. Unterer Kartenrand wie immer zum Schluss. So. Okay, also noch sieht es ja nett aus. Schauen wir mal, was die Woche uns erwartet. Ja, wow, ein Kreislauf hat sich von L vollendet. Die Welt, die Welt, die Welt, die Welt, die Welt. Sehr, sehr schön. Also hier ist wirklich aus die Maus. Ein Kreislauf hat sich vollendet. Und wenn wir das mal wirklich auf die Zeit beziehen, die jetzt noch so vor uns liegt, ab dem 2. bis November, heißt es, dieses Ding geht echt dem Ende zu. Es geht wirklich dem Ende zu. Nächste Woche zeigt sich das ganz deutlich, offensichtlich. Wir haben hier die 10 Münzen. Es geht auch um Wohlstand, um Wohl. Ich bin ja mal gespannt. Ich muss erst mal gucken, was wir noch so haben. Super positiv. Jawollo. Okay, also Chancen und Möglichkeiten und Klarheit noch und nöcher. Also die 21 heißt ja, eine Kreislauf hat sich vollendet. Also wirklich, da geht es ja als nächstes mit dem Tarot jetzt zum Beispiel wieder mit der Null, mit dem Narren los. Das heißt, da beginnt die Heldenreise von neuem. Mit der 21 haben wir auch die Trinität, weil die 21 heißt 2 plus 1 ist 3. Da haben wir 1, 2, 3, die Zahlen dabei. Und das heißt, dass wirklich alles vorhanden, alles vollendet. Die 10 steht ja für den Wandel. Also hier wandelt sich etwas und da zeigt sich Fülle, Wohlstand. Also wer sich jetzt wirklich auf die Dinge konzentriert und fokussiert, die ihn selbst betreffen, also wenn du das machst und dich auf deine Wünsche, deine Sehnsüchte, das, wie gesagt, was deine Aufgabe ist, was da so aus dir raus will, wenn du dich darauf fokussierst und konzentrierst und das andere zwar nicht leugnest, aber ignorierst, das ist nämlich immer der Trick an der Sache. Es geht nicht darum, dass wir die Dinge nicht leugnen oder dass wir die Dinge leugnen und dass wir sagen, nein, nein, das ist nicht. Doch, die Sachen sind. Die sind ja da. Die können wir ja nicht, wie gesagt, die können wir uns nicht wegreden oder sowas. Die sind ja nun mal da. Aber du kannst es ignorieren und sagen, okay, meine Energie gebe ich doch lieber in Dinge rein, meine Aufmerksamkeit in Dinge rein, wo ich hinterher weiß, da kommt eine Blumenwiese bei raus und nicht der letzte Schrott. Also da die Blumenwiese gucke ich doch viel lieber an, als das, was da teilweise im Außen passiert. Das muss dich nicht tangieren. Nimm es als, ja, registriere es, es ist da. Okay, und dann fokussiere dich auf deins. Hier ist Fülle angesagt. Hier ist finanzielle Fülle angesagt. Hier ist äußere Fülle angesagt im Sinne von Materie. Ja, vielleicht hast du nächste Woche tatsächlich ein wundervolles Erlebnis, ein Geschenk, ein Lohn, eine Auszahlung. Vielleicht klärt sich irgendwas im Sinne von, du wolltest ein Haus kaufen. Jetzt hat sich das, hast du das Geld von der Bank bekommen als Beispiel. Oder ja, du hast halt wirklich ein wundervolles Ergebnis, ein sehr reichhaltiges Ergebnis von etwas, weil die 10 ist ja die letzte Zahl, so gesagt, da geht es ja schon in den Wandel. Aber da haben wir ja mehr als 10 Münzen, geht nicht. Es gibt ja keine 11 Münzen. Also das ist schon wirklich die Endgeschichte, also sprich das absolute positive Ergebnis. So, und dann geht es in den Wandel und dann geht es ja wieder weiter. Das Spannende ist, dass wir hier den Buben der Münze haben. Und der Buben der Münze, der spricht ja von Chancen. Buben sind ja immer Chancen und Möglichkeiten, die uns von außen erreichen. Und auch hier wieder der Hinweis, das habe ich auch in allen Sternzeichenlegungen, glaube ich, jetzt mittlerweile gesagt, dass die Ursache dafür, dass die Chance im Außen überhaupt sichtbar wird für dich, immer bei dir selber liegt. Du musst im Innen die Weichen stellen, du musst den Weg quasi frei machen, du musst das, was dem entgegensteht, der Fülle und so weiter im Außen, das musst du im Innen, deine Einstellung musst du ändern, das im Innen musst du bereinigen, wenn da noch irgendwas Komisches ist. Und dann hat die Chance im Außen überhaupt die Möglichkeit für dich sichtbar zu werden, weil sonst bist du nicht damit in Resonanz. Du musst damit in Resonanz sein und das heißt, wenn so eine Chance auf dich zukommt, dann dann würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ja, dann weißt du hast das verursacht. Das ist auch immer ganz wichtig, dass wir uns immer mehr dessen bewusst werden, dass wir das verursachen. Dass es kein Zufall ist, Zufall gibt es nicht. Zufall ist das, was uns zufällt, wenn es soweit ist, aber nicht im Sinne von willkürlich und so weiter. Zufall benutzen wir immer dann, dieses Wort, wenn wir die wahre Ursache nicht kennen.
Und irgendwann, ja, gibt es immer irgendwelche Umstände, Situationen und so weiter. Manchmal überraschen sie uns, aber deswegen haben wir sie trotzdem auch selber verursacht. So, und es könnte gut sein, dass hier für den einen oder anderen eine finanzielle Zuwendung kommt. Dass einerseits hier vielleicht eine Zusage ist, irgendwie, wie gesagt, was ich sagte, mit Geld bekommen von der Bank oder sowas. Aber es kann auch wirklich eine finanzielle Unterstützung sein in Form einer Erbschaft, dass du jetzt etwas erbst und das dann halt investierst vielleicht sogar. Ich sehe gerade, wir haben nämlich ganz spannenderweise zwei Könige hier. Und hier in der Mitte liegt die Chance, ja, zu wirklich handfesten, langfristigen, positiven Ergebnissen zu kommen. Also du, vielleicht ist es auch so, dass du hier, es gibt so viele Deutungsvarianten, also der kann sagen, okay, du kriegst hier, hast hier einen Sponsor, eine Erbschaft, irgendwas, ein Lottogewinn, kann alles möglich sein. Es kann aber auch sein, dass das der Lottogewinn ist, also die, dass die zusammenhängen, die Chance im Außen materiellen Gewinn zu erhalten in irgendeiner Form. Also wir haben hier beides Male Materie, wir haben hier hinten den König der Materie, der Erde, des Erdelements. Und das hat so ein bisschen den Charakter von einer größeren Summe auch und einer Investition möglicherweise. Denn die Könige, die müssen ja, hier haben wir ja zwei liegen, die Könige müssen ja für ihr Volk sorgen, so gesehen. Also sie haben Verantwortung und der König der Schwerter hat Klarheit, der darf Verantwortung übernehmen und Klarheit. Er hat im Minusbereich tatsächlich auch eine sehr kalte Variante, weil wir haben hier das Luftelement und bei Luft hat es nichts mit Gefühlen zu tun. Aber ich sehe hier tatsächlich nichts Negatives. Also hier ist eher so, du bist der König, hier in beiden Fällen. Einmal, du bist klar über das, wie du zum Beispiel dein Geld oder dieses Geld, was da kommt, verwaltet. Oder die Chancen und die Möglichkeiten. Also es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt alle von Geld überhäuft werden würden. Aber es kann sich in vielfältiger Weise zeigen. Also der eine bekommt Geld, der andere bekommt materielle Unterstützung im Sinne von, dir wird eine Räumlichkeit gestellt, die ist schon möbliert oder sowas in der Richtung. Dann kriegst du einen Vertrag. Auch hier, der Bube der Münzen kann auch ein Vertrag sein, über ein neues Haus, eine neue Wohnung, ein Büro oder sowas in der Richtung. Und ja, und da geht es darum, das klar und verantwortungsvoll auch letztlich zu nutzen, zu investieren. Vielleicht hier geht es wirklich für den einen oder anderen möglicherweise auch um eine Investition, eine große Investition, weil wir die Welt hier haben. Das Alte ist abgeschlossen, hier hat sich etwas vollendet und hier geht für dich etwas ganz neu los und zwar mit formidabler Unterstützung. Also wirklich grandiose Unterstützung. Die beiden Könige hier, das ist sehr, sehr gut, wenn du dein Geld, was du hast oder die Investition, egal wie groß oder klein sie ist, aber wenn das deine Investition ist und auch deine Zeit, auch das, was du da wirklich physisch reingibst, Erde, Erdelement heißt auch Physis im Sinne von, was, wie viel Zeit du damit verbringst, wie viel Zeit gibst du da rein, dass du das wirklich klug verwaltest, so gesehen, dass du dir da im Klaren drüber bist, wie du deine Einsätze gestaltest und so weiter. Also hier würde es mich jetzt super interessieren, schreib's bitte in die Kommentare, ob da bei dir irgendwas in der Richtung so hinhaut. Ich schaue mal nochmal weiter, was mir noch so dazu einfällt, aber also das ist eine ziemlich, ja, wie soll ich sagen, eine reichhaltige Woche, um es mal so auszudrücken. Man kann natürlich auch eine reiche Ernte bekommen oder ein reichhaltiges Ergebnis bekommen, indem man Klarheit bekommt. Also, ja, sag mal so, natürlich ist, wenn du jetzt erstmal schon mal die Schatzkiste vor dir stehen hast und dann machst du sie auf und dann liegen da die ganzen Golddukaten drin und dann überlegst du, okay, wie verwalte ich das? Was mache ich jetzt? Das ist die eine Möglichkeit. Aber andere Möglichkeit ist auch, du hast eine Unterstützung, um für dich eine Klarheit zu bekommen, die du dann auch nach außen kommunizierst. Ja, okay. Also am unteren Kartenrand haben wir den Teufel. Ja, also es geht dem Teufel an den Kragen. Das ist hier die gute Nachricht. Ja, also es geht dem Teufel an die Kragen. Wir haben hier die
Welt liegen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und die Welt sagt, hier hat sich etwas vollendet. Also diese Geschichte hier mit den alten Glaubensmustern. Das letztendlich ist das hier dein alter Ego. Also es gibt ja ein Kartendeck, was ich habe, das Fortuna-Deck. Da ist das als Spiegel dargestellt, der Teufel als Spiegel dargestellt. Ja, das heißt, du schaust in einen Spiegel und all deine toxischen Glaubenssätze, deine Beziehungen aufgrund deiner ausgesandten Energien, das sind ja die Dinge, die sich dann im Außen zeigen, die das spiegeln. Ja, deine toxischen Beziehungen, deine Armut so gesehen oder auch dein Reichtum letztendlich oder deine Spielsucht oder vielleicht hast du ein Alkoholproblem, vielleicht hast du ein Arbeitsproblem im Sinne von Workaholic und so weiter. Das sind natürlich alles auch so toxische Geschichten, da ist nichts in Balance. Und das hat jetzt ein Ende. Jetzt sollen die Dinge in Balance kommen. Und du sollst dich ausdrücken. Du sollst dich selbst, dein wahres Selbst ausdrücken. Und das sind Ego-Geschichten. Das sind wirklich diese puren, puren alten Ego-Geschichten. Wir bringen ja alles mit. Das dürfen wir nicht vergessen. Also du brauchst dir überhaupt keinen Vorwurf machen. Du musst dich nicht schlecht fühlen deswegen. Sondern es sind Energien am Wirken. Und diese Energien sind meistens, also im Laufe des Lebens haben die sich verstärkt. Wir haben aber schon die Anlage dafür mitgebracht. Weißt du, wenn ich jetzt eine Namensanalyse mache, wenn ich jetzt schaue, okay, Vorname, Nachname, da kann ich genau sehen, was ist in der Kindheit. Da kann ich auch die Gefahren sehen zum Beispiel. Ja, okay, da läuft jemand Gefahr, das könnte jemand werden, der Schwierigkeiten mit Suchtthemen hat oder sowas. Das kann man sehen. Das heißt, die Energie hast du mitgebracht, weil diese Aussage könnte ich einen Tag nach deiner Geburt treffen, nachdem du einen Namen hast und ein Geburtsdatum. So, also das dürfen wir nicht unterschätzen und wir brauchen uns da keine Vorwürfe machen. Wir müssen uns deswegen nicht schlecht fühlen. Wir müssen uns deswegen nicht runtermachen, verurteilen etc. pp. Nein, sei lieb zu dir und erkenne es als das, was es ist. Eine Energie, die eine Frequenz hat, die du erlösen darfst. Das ist, kann man ganz sachlich sehen. Und auch wenn es dir damit nicht gut geht und auch wenn die Familie leidet oder sowas. Aber auch Leiden ist eine Entscheidung. Und wenn du nicht mehr leiden möchtest, dann entscheide dich dafür, glücklich zu sein. Und arbeite daran. Drücke dich selbst aus. Kümmere dich darum, was sind deine Fähigkeiten? Was sind deine Talente? Warum bist du überhaupt hier? Und du wirst merken, dass du dann immer mehr Lebensfreude wieder bekommst. Also auch die toxischen Beziehungen. Ja, ich habe schon den 7. Partner und jeder ist, die haben sehen zwar alle anders aus, haben alle einen anderen Namen, aber irgendwie ist immer dieselbe Situation. Ich gerate immer an Narzissten zum Beispiel. Das sind solche Sachen, die du in dir erlösen darfst. Hast du mitgebracht. Jeder Narzisst, auf den du triffst, ist ein Spiegel deines Inneren und ein Hinweis darauf, hey, hier gibt es was zu tun. Okay, und dann übernehme Verantwortung, Königsenergie, Verantwortung übernehmen und die Dinge lösen. So, und wenn du magst, kann ich dir gerne dabei helfen. Wie gesagt, E-Mail-Adresse unten in der Videobeschreibung. Diese Analysen sind gigantisch, kann ich nur sagen. Finde ich selber immer wieder faszinierend. So, okay, also, diese Geschichte hat sich ja... Oh, jetzt möchte ich nochmal gucken, was haben wir drunter? Die 7 Münzen. Ja, die 7 Münzen ist die Karte der Geduld. Ja, also du hast wahrscheinlich wirklich schon lange Geduld gehabt, beziehungsweise die Dinge lange mitgemacht im Außen. Liegt unterm Teufel. Münzen, Außen, Materie. Geduld, also es wurde Zeit, dass du erkennst, dass du nicht mehr manche Dinge einfach nicht mehr so weitermachen solltest. Die sind toxisch und auch tatsächlich, manchmal ist es ja gar nicht so dramatisch, dass es mit Narzissten und so weiter zu tun hat, sondern es sind schlicht und ergreifend solche, jetzt in Anführungsstrichen sehr provokant gesprochen, geisteskranken Geschichten wie Armut, Armutsgedanken, Schweigegelübde. Armutsgelübde, diese ganzen Geschichten, die wir alle mal irgendwie, glaube ich, in anderen Inkarnationen tatsächlich fabriziert haben, diese Energie wirkt. Und da kannst du dich manchmal noch so abrackern, im Sinne von, ich tue doch alles, ich arbeite ganz viel und trotzdem kriege ich ganz wenig. Wenn du ein Armutsgelübde abgelegt hast, irgendwann in einer anderen Inkarnation, dann musst du dich nicht wundern, wenn keine Kohle bei rauskommt. Weil dein Selbstwert also erstmal sowieso im Eimer ist. Weil wenn der Selbstwert hoch wäre, dann würdest du auch viel Geld haben können, wenn du es wolltest. Aber wenn da so ein Gelübde ist, was dann auch noch dich klein macht und Nein und Armut und Verzicht und dies und das und jenes, warum auch immer das mal passiert ist, vielleicht aus Schuld, aus Scham und so weiter, ja, dann trägst du das jetzt hier mit in diese Inkarnation und darfst es auflösen. Ja, also Glaubenssätze wie Geld, Geld tut nicht gut und ja, alle Leute, die jetzt viel Geld haben, ach, das sind so diese alten Dinger,
Ich glaube, das ist ein ganz alter Hut für die meisten, aber vielleicht überprüfe doch nochmal da, ob der, in der Richtung, ob da vielleicht was sein könnte. Selbstwert, Selbstliebe, Selbstbewusstsein. Ob da irgendwie ein Mangel herrscht in deinem Inneren. So. Das kann man übrigens auch ganz gut überprüfen, indem man beim Einkaufen zum Beispiel schaut, schaust du immer nach dem günstigsten? Schaust du immer, dass du so wenig wie möglich Geld ausgibst beim Einkaufen? Zahlst du das Geld gerne für die Lebensmittel oder ist das eher hast du eher so ein Gefühl, ich greife in Stacheldraht, wenn ich in mein Portemonnaie greife? Wie ist das da bei dir? Ne? Und also da kann man das gut überprüfen, wie die eigenen Werte auch so sind. Und wie gesagt, es gibt nichts zu verurteilen, es gibt nichts negativ zu bewerten, sondern einfach nur sozusagen Inventur zu betreiben. Und wenn du sagst, nee, eigentlich gefällt mir das gar nicht, dass ich immer nur noch den günstigsten Sachen kaufe, auch Jeans oder Klamotten oder keine Ahnung was. Ja, Selbstwert. Selbstwertthema. Dann darfst du daran. Wenn du es möchtest, wenn du das anders haben möchtest, dann musst du das innerlich ändern, dann musst du die Einstellung ändern. So, jetzt möchte ich ganz gerne mal wissen, was wir in nächster Woche nochmal ganz besonders beachten dürfen. Es geht darum, mit etwas radikal Schluss zu machen. Das mag, ganz ehrlich, ich mag das. Weißt du warum? Radikal Schluss machen in Bezug auf den Teufel, mehr geht nicht. Also das heißt, wir machen dann den Weg frei. Wenn wir mit Dingen wirklich absolut radikal Schluss machen, dann machen wir den Weg frei, weil wir unser Bewusstsein erhöhen. Und dadurch haben wir eine ganz andere Schwingung und wir senden was anderes aus und bekommen andere Ergebnisse. Also wenn du jetzt wirklich Schluss machst, innerlich, muss ja nicht außen sein, kann auch. Aber das ist das, was so wirkt. Also wenn du jetzt wirklich Schluss machst, ein für alle Mal und sagst, das tut mir nicht gut, das möchte ich nicht mehr, in Zukunft möchte ich das anders. Da wirklich diese Entscheidung triffst, in dem Moment entscheidest du dich. Du scheidest dich von dieser bisherigen Sichtweise, von dieser bisherigen Lebensweise und wählst in diesem Moment eine andere. Und ich kann dir sagen, wenn du das richtig fühlst, dieses dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung Ding, das habe ich auch schon öfter gemacht, dafür stehe ich nicht zur Verfügung, weil mir klar war, das geht so gar nicht, das ist nicht meins, das fühlt sich überhaupt nicht stimmig an. Da stimmt vorne und hinten was nicht, aber dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Und es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass sich sofort, instantly Dinge verändert haben. Sofort. Also ganz, ganz spannend, ganz interessanter Prozess, der dann da stattfindet. Also hier mit etwas radikal Schluss machen, was dir nicht mehr dient. Der Teufel möchte ausgetrieben werden, möchte in Liebe gelöst werden, transformiert werden. Wir haben hier die 15, das ist die Zahl der Manipulation, aber es ist auch die Zahl der Magie. Ja, also für was entscheidest du dich? Und ja, es hat ja hier die Welt angezeigt, es geht darum, hier ist etwas vorbei, Ende. Es geht jetzt in eine andere Richtung, in mehr Verantwortung für dein Leben, für mehr Klarheit. Und auch da die Verantwortung übernehmen. Verantwortung, Verantwortung, Verantwortung. Raus aus dem Opferbewusstsein. Das ist echt das Motto. Und ich merke gerade, da ist so eine Kraft dahinter. Das ist so toll. Hui. Okay. Dann, upsala, möchte ich noch eine Karte haben in Bezug auf, ja, was dürfen wir denn noch nächste Woche ganz besonders beachten? Wen haben wir hier? Die Königin der Kelche. Spiritualität und Heilung, ihr Lieben. Die Königin der Kelche ist ja die spirituellste Königin überhaupt. Das ist das weibliche Element die weibliche Kraft des Wasserelements. Und Wasser ist Gefühl, Wasser ist fließend, Wasser ist auch eben, ja, das, was so der Lebensfluss und so weiter. Es ist die Spiritualität, alles fließt und so weiter. Und es ist die Heilerin. Also hier soll etwas ganz bewusst auch in Heilung kommen. Verantwortung ist Königsenergie. Immer. Das heißt, wo Königs ist, ist immer oben und vorne, sag ich ja. Und und hier heißt es auch natürlich, lebe deine Spiritualität. Geh nach innen. Guck mal, sie guckt hier ja auf die 10 Schwerter. Also wenn du nach innen gehst und dort aufräumst, sozusagen Klarheit bekommst, kannst du auch Dinge in Heilung bringen sozusagen und dann ist es auch nicht so schwer, dieses Schluss machen. Weil, also ich habe so gemerkt, es geht bei weitem nicht darum, im Außen auf den Tisch zu hauen, sondern und zu sagen, du von dir trenne ich mich jetzt, du Arbeitgeber bist sowieso doof und so weiter und so fort. Nein, ich erkenne, was mein Anteil daran ist. Ich erkenne, dass das nicht die Wahrheit ist und ich mache innerlich Schluss damit. Ich sage Stopp, das
ist nicht meine Tasse Tee. Das ist nicht mehr mein Zimmer. Hier gehe ich nicht mehr rein. Ich beteilige mich nicht mehr. Nein, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Und in dem Moment switcht das Ganze tatsächlich. Ja? Also eine wirklich starke Entschlusskraft ist natürlich auch durchaus sehr, sehr wichtig. Und wenn du diese Entschlusskraft, wenn du dich damit schwer tust, weil es nicht so, weil du das nicht gewohnt bist, weil du immer klein beigibst, weil du immer nachgibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit unter anderem sehr hoch, dass du in deinem Geburtsdatum als erste Zahl keine 1, keine 4 und keine 7 hast. Und das bedeutet nämlich zum Beispiel, dass alle, die mit einer 2 anfangen, die sind immer aufs Du aus. Ja, die sind immer, der kommt immer der andere zuerst, weil 2 heißt tatsächlich nicht ich. 1 ist ich, 2 ist du. Und da geht es zum Beispiel darum, dann, dass du dir dieses Selbstbewusstsein erarbeiten darfst. Und dafür brauchst du natürlich Mut. Aber warum solltest du dir nicht mal aufbringen? Wenn es dir nicht gut tut, dann sei mutig und mache innerlich Schluss. Wenn du dich nicht traust, im Außen klare Grenzen zu ziehen, ist das Erste aber trotzdem halt das Innere. So, und dann geht das Ganze in Heilung, aber auf deine, ist deine Verantwortung. Niemand anderes kann das tun, außer du selbst. So, jetzt gucken wir nochmal, was wir hier als Drittes haben. Upsala, jetzt kommen nochmal drei Karten so rausgeschossen. Okay, ich nehme sie jetzt einfach mal. Die Dinge gehen schneller als erwartet. Sie kommen schneller in Erscheinung als gedacht. Also hier ist bereits etwas unterwegs. Die 8 Stäbe, die sagt nichts anderes aus, als dass hier etwas sehr, sehr schnell geht. Ja, klar, weil Teufel, ne, wir haben hier diese Energien. Es kann auch sein, dass gerade wenn jetzt in nächste Woche, naja gut, was haben wir jetzt? Da war auch der Telegram Gründer ist ja auch, ich sage jetzt ganz bewusst, angeblich verhaftet worden. Ich glaube immer, die spielen ja alle irgendwelche Spielchen da und wir wissen im Grunde genommen gar nichts so. Und ja, wir haben hier die Karte, dass es schnell geht. Es können sich Dinge schnell zeigen, so dass du dann auch schnell sagst, stopp. Das ist durchaus möglich. Vielleicht ist dir das jetzt gar nicht so bewusst, noch nicht. Vielleicht ist das jetzt durch diese Legung, durch die Worte, die ich gesagt habe, dass du sagst, ja, stimmt, da ist wirklich irgendwie was und dann merkst du richtig, wie das in dir arbeitet. Das wäre jetzt der Idealfall. Dann haben wir das Ast der Schwerter, großartig, weil wir haben nämlich hier ein Potenzial. Du hast das Potenzial zur absoluten Klarheit und auch klare Entscheidungen zu treffen. Dieses Potenzial hat jeder. Es ist immer die Frage, leben wir das? Erkennen wir, dass wir es haben? Oder trauen wir uns die Dinge nicht? Ja, warum trauen wir uns nicht? Weil wir Angst haben. Warum haben wir Angst? Weiß auch kein Mensch. Also im Grunde genommen macht das nicht mal Sinn. Angst war noch nie ein guter Ratgeber. So, und hier scheint richtig viel Kraft losgetreten zu werden nachher. Aber erst müssen diese Dinge sich verabschieden. Also wenn du nicht mit dieser Energie mitgehst, wenn du, das sind ja Tendenzen, ja, und wenn diese Tendenzen müssen nicht eintreffen. Wenn du weiter bei deinem alten Stiefel bleibst, weil du dich einfach nicht traust, dann wirst du auch diese kraftvollen Energien nur abgeschwächt erleben, aber vielleicht auch die Chance, die hier auftaucht, vielleicht aus Angst gar nicht wahrnehmen. Ja, vielleicht ist dir das zu groß, vielleicht ist dir das zu viel. Wir Menschen haben tatsächlich in der Regel nicht unbedingt Angst vor Scheitern, sondern Angst vor Erfolg, vor unserer wahren Größe. Hier treten auf jeden Fall Dinge schneller ein als erwartet. Wir haben die Klarheit, das Potenzial. Also es kann auch sein, dass tatsächlich durch diese Schnelligkeit, durch diese Ereignisse, die dann da so plötzlich vielleicht sich stark bei dir zeigen, dass die auf einmal dieses Potenzial hervorholen, weil du wirst so dermaßen in die Ecke gedrängt, eine mögliche Variante, dass du dann einfach im Prinzip alles loslässt und sagst, okay, was ist jetzt dran? Was muss ich jetzt tun? Ich weiß mir nicht mehr weiter. Hilf mir bitte. Lieber Gott, hilf mir. Das war auch mal so einer meiner Dinge, wo ich echt nicht mehr weiter wusste. Vor vielen Jahren, ich habe echt ein Stoßgebet in den Himmel geschickt und habe gesagt, so, ich brauche jetzt Hilfe. Jetzt lass mal jemand hier mir helfen. Und die Hilfe ist auch gekommen. Aber ich musste mich erst dafür öffnen. Ich musste erst wirklich sozusagen die Grätsche machen, weil mein Verstand auch wirklich, wirklich stark war und ich einfach keinen anderen Weg zu dem Moment wusste. Aber da war ich platt und da habe ich gesagt, okay, ich gebe auf, hilf mir. Und da in dem Moment, wo ich nicht mehr im Weg stand, mir selber nicht mehr im Weg stand durch meinen sehr starken Verstand und die sehr starken Gedanken, ja, in dem Moment konnte Hilfe passieren und kommen. Und das ist ja auch eine unglaubliche Karte, oder? Wir haben hier die Sonne, den Erfolg. Also hier das Schlussmachen, das Heilen. Die Dinge kommen in Bewegung. Sie sind wirklich
sie kommen schneller als erwartet und das Ganze bringt dann auch, ja, beziehungsweise es wäre gut, wenn du dann auf deine innere Klarheit mal zurückgreifst, wenn du Verantwortung übernimmst für dein Leben und nicht mehr das von außen geschehen lässt und einfach nur reagierst auf das, was da kommt, so frei nach dem Motto Schadensbegrenzung, sondern dass du wirklich sagst, okay, Moment, also was ist jetzt die Situation, was ist hier Fakt, okay, möchte ich das behalten, darf das gehen, ist das Kunst, kann das weg und wie geht's jetzt für mich weiter? Nach innen horchen, Verantwortung übernehmen, nach innen horchen und dann klare Entscheidungen treffen. Das geht. Du kannst das in dir aktivieren. Das kann jeder. Und ich sehe in den Analysen so oft, dass die Kunden diese Aufgabe haben, Ängste zu überwinden. Das Ziel ist, Ängste zu überwinden, Meister des logischen Denkens zu werden, raus aus der Opferhaltung. Da sind auch ganz viele drin. Und ja, es geht zu erkennen, dass du kein Opfer bist, sondern dass du immer Schöpfer bist, aber meistens halt unbewusst. Und auch diesen ganzen Mist, der in deinem Leben ist, der in deinem Leben war und der in deinem Leben noch sein wird, ist auf deinen Mist gewachsen. Und deswegen, ja, geht's darum, immer zu schauen, okay, Ursache, Wirkung. Wenn ich die Ursache für alles bin, welche Ursache muss ich denn setzen, um ein anderes Ergebnis zu bekommen? Und hör auf, die Dinge zu bewerten. In gut, richtig, schlecht, falsch und so weiter und hör auf, dich schlecht zu machen, sondern du bist liebenswert, du bist großartig, du bist ein Schöpferwesen. Mehr Wert und mehr Liebe geht nicht. Also darfst du auch das Selbstbewusstsein haben, genau so aufzutreten. Okay, jetzt möchte ich gerne nochmal einen, ja, jetzt möchte ich einen Stein, upsala, mal schauen, was wir hier für eine Unterstützung jetzt nächste Woche von den Steinen, von den Heilsteinen bekommen. Noch ein Tipp, ein Hinweis. Was kommt jetzt hier für eine Unterstützung? Zwei Karten. Okay, da haben wir einmal den Dumortierit. Dumortierit. Gelassenheit. Ist das nicht schön? Dumortierit hilft dir, gelassen zu bleiben oder in die Gelassenheit mehr zu kommen. Sehr schön. Also, Gelassenheit, neue Wege. Hin und wieder verlierst du im Alltag deine Leichtigkeit. Also, wenn man jetzt hier wirklich im Außen irgendwas tobt und hin und her, was ich schon sagte, irgendwelche komischen Pocken und so, lass dich davon nicht aus der Leichtigkeit rauskicken. Also, und wenn du merkst, du bist da eh nicht drin, dann sieh zu, dass du in die Leichtigkeit kommst und ja, vielleicht mit dem Dumortierit. Dieser Stein ist übrigens auch sehr einfach zu bekommen, falls du keinen hast. Dumortierit vermittelt dir ein leichtes, beschwingtes Lebensgefühl. Er schenkt dir Vertrauen in deinen Weg und das ist so wichtig. Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Die Ängstlichen unter euch, die brauchen ganz dringend dieses Vertrauen. Und ihr werdet sehen, wenn ihr diesen Schritt tut, wenn ihr mutig seid, dann wird sich auch das Ganze wunderbar bewegen und ihr bekommt auch mehr Mut, weil ihr wisst, euer Brain, euer Verstand hat dann geschnallt, aha, es funktioniert. So, und der Kopf sollte sowieso nicht unbedingt mehr Entscheidungen treffen, weil der hat eh keine er ist nicht kompetent, genau. So, das war das Wort. Aventurin hilft auch bei Meditation und Innenschau. Aventurin ist sowieso ein richtig toller Heilstein für alles Mögliche. Unruhe trübt den Blick für deine Möglichkeiten. Aventurin schenkt innere und äußere Ruhe. Der Stein zeigt dir den richtigen Zeitpunkt zum Handeln. Das ist auch sehr schön. Wenn du dein Geburtsdatum zusammenrechnest und am Ende kommt eine 9 raus, dann hast du eh mit innerer Unruhe zu tun, mit Nervosität. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie du möchtest, dann kann es sein, dass du ein bisschen hektisch wirst, dass du ein bisschen den Fokus verlierst, dich nicht mehr so gut konzentrieren kannst. Vielleicht war es auch in der Schule schon so. Oder auch, wenn du am 9. Geburtstag hast oder im 9. Monat, da sind auch wirken auch diese Kräfte. Aber die 9 ist auch eine sehr praktische Zahl und die handelt dann halt auch ganz gerne. Aber es ist ja wichtig, auch den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden. Und deswegen geht es darum, in die innere Ruhe zu kommen, damit dann auch die äußere Ruhe stattfinden kann und damit du dann auch weißt, wann ist Zeit zu handeln. So, sehr schön. Und dann kriegst du den Impuls und dann kann das losgehen. So, jetzt möchte ich ganz gerne noch hier von dem Monology Orakel auch nochmal eine Karte ziehen, wir noch für einen Hinweis für die Woche bekommen. Da fällt sie raus. Wen haben wir denn? Den abnehmenden Halbmond im Steinbock. Lass die Vergangenheit ruhen. Wow, was für ein grandioser Tipp. Ja, das ist übrigens fast die gleiche Farbe wie vom Aventurin hier auf dem Bild, ne?
Also, lass die Vergangenheit ruhen. Solange du in der Vergangenheit rumwühlst und sagst, ja, da haben meine Eltern dies gemacht und mein Partner das und der nächste Partner jenes und meine Oma war auch nicht so richtig gut zu mir und in der Schule wurde ich sowieso nur gemobbt, etc., etc. Oder es gibt ganz bestimmte Situationen, an denen du festhältst, wie zum Beispiel eine verflossene Liebe, die du einfach nicht vergessen kannst, dann sieh die Aufgabe, die da drin ist. Die Aufgabe, die da drin ist, löse das und dann lass das ruhen. Aber hör auf, in der Vergangenheit zu leben, weil die Vergangenheit ist vorbei, die gibt es nicht mehr. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Und wenn du befreit sein möchtest von diesen alten Themen, dann hast du gar keine andere Wahl tatsächlich, als dich kurz mal mit ihnen zu beschäftigen, sie anzuschauen, das Thema dahinter zu erkennen und dann ist das Ding auch durch. Manchmal ist es nicht ganz so einfach, gebe ich zu, weiß ich selber, aber es gibt viele Dinge, die können wir schlicht und ergreifend durch Erkenntnis lösen. Und dann brauchen wir aber auch ein neues Gedankenmuster, weil es nutzt nichts, wenn du weißt, dass du in der Kindheit das und das erlebt hast, deswegen hast du heute Knieprobleme. Es muss ein neues Gedankengut her. Es muss ein neues Gedankenmuster implementiert werden, damit du auch wirklich das endgültig erledigen kannst, loslösen kannst und diese Energie dann eben auch nicht mehr wirkt. Und du deine Knieschmerzen auch damit losbekommst. So, genau. Und ich hatte noch eine, ich möchte diese Karte noch. Ich war noch am Überlegen, ich habe ja immer ein paar mehr Kartendecks hier. Da möchte ich jetzt aber, muss ich noch mal ein bisschen hier das wegpacken. So, okay. Jetzt möchte ich nämlich noch mal gerne aus dem Engel- und Ahnendeck von Kyle Gray eine Karte ziehen, weil auch hier jetzt wirklich alte Themen, echt in letzter Zeit, das ist so die letzten Tage, das ist wirklich unglaublich. Also was hier so hochploppte, auch im Umfeld halt und da sind die Ahnen mit Sicherheit auch mit am Start. Und hier gibt es sicherlich auch noch einiges zu lösen für den einen oder anderen. Schauen wir mal, was wir hier für einen Hinweis bekommen. Was ist hier am Start für die nächste Woche? Ah, Moment, da ist sie doch. Diese Karte möchte, Medizinmutter, erweise deinem inneren Wissen die Ehre. Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis, denn wir sind alle voll mit Wissen. Wir wissen es noch nicht. So, jetzt gucke ich doch mal, Medizinmutter, was denn hier in diesem Buch steht. Inneres Wissen, das ist wirklich spannend. Also wenn du irgendwann die Erkenntnis hast, dass du im Grunde genommen alles weißt, was du brauchst, um hier in dieser Inkarnation ein glückliches Leben zu führen. Wenn du das wirklich weißt, dann gehst du auch wirklich automatisch mehr ins Vertrauen. Und dann bist du entspannter und dann kannst du die Dinge fließen lassen. Und dann kommen die Impulse und dann handle, aber nicht vorher. Das gibt nur Stress. So, wo ist sie denn, die Medizinmutter? Moment, Medizinmutter, Erdenmutter. Da ist sie. 66. 6 ist übrigens auch 66, 12. Das ist übrigens dann auch die Zahl der Opferposition, des Opferbewusstseins. Und hier geht es darum, die Perspektive zu wechseln. Okay, die Medizinmutter hat die Botschaft, handle. Tu das, von dem du weißt, dass du es tun musst. Da sind wir ganz schnell wieder hier bei den 10 Schwertern. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der eine oder andere von euch genau weiß, um was es sich hier handelt, was es hier ist, was gehen darf und zwar und sogar muss, weil du sonst einfach nicht wirklich weiterkommst in deinem Leben und immer noch weiter dein Licht unter dem Scheffel stellst. So, jetzt lese ich nochmal die erweiterte Botschaft. Bei dir kommt ein altes Muster wieder hoch und es ist Zeit, damit umzugehen und es endgültig loszulassen. Du wirst ermuntert, dich ausreichend zu lieben und zu respektieren, um die Schritte zu gehen, von denen du weißt, dass sie die richtigen sind, auf dem Weg dorthin, wo du sein möchtest. Du kennst die Antworten bereits. Du weißt, was du zu tun hast. Vielleicht hast du bis jetzt eine Aufschiebetaktik benutzt oder dich anders davon abgehalten, doch jetzt wirst du so geführt, dass du handelst. Handeln verlangt Mut. Aber deine Engel und Geistführer bringen dir Mut mit, sodass du vorankommst. Mach einen Schritt, bist du ihn erst gegangen, wird sich der nächste Schritt zeigen. Und selbst wenn du hier jetzt sagst, ich habe keine Ahnung, wovon diese Frau hier spricht,
ist es durchaus möglich, dass allein durch die gesagten, gesprochenen Worte im Laufe der Woche dir klar wird, worum es geht. Es wird sich die Situation zeigen. Und meistens hat man ja schon so eine Ahnung, auch wenn man sagt, na, ich weiß zwar nicht, worum es geht, aber irgendwas ist da. Irgendwie bin ich damit in Resonanz oder so. Wenn nicht, okay, kein Thema, dann kannst du die nächste Woche auch, also die übernächste Woche kommen oder was auch immer. Oder du sagst, habe ich bereits erledigt, ist natürlich auch ganz schick. Ja, okay. So, das soll es jetzt aber für diese Legung, für diese Woche erstmal gewesen sein. Ich bin mega gespannt. Du kannst ja gerne auch in die Sternzeichen mal reinschauen. Da sind sicherlich auch ganz viele hilfreiche Impulse dabei. Und ja, und das zusammengenommen, glaube ich, das ist echt eine spannende Geschichte hier. Ich bin gerade ganz fasziniert. Okay, und die Sonne darf natürlich immer, immer letztendlich auch dann scheinen. Und ja, je eher du diese alten Themen loslässt, desto eher wird das auch passieren. Da wirst du Erfolg haben. Okay, also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne liken, kommentieren und gerade was die erste Reihe angeht hier. Also ich bin mega gespannt, was das wird. Und ja, dann natürlich auch den Kanal abonnieren, würde ich mich sehr freuen. Und ich wünsche dir eine traumhaft schöne Woche. Hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin sage ich alles Liebe. Namaste.